Wir danken dir, Herr Jesus, für diesen Tag, für diese Botschaft, für das Wort, das du schenkst. Wir nehmen es nicht als selbstverständlich an, sondern, Herr, ganz frisch vom Himmel. Wir preisen dich, Herr, weil du immer genau weißt, was wir brauchen und was dran ist. Ja, du bist ein guter Gott und wir danken dir, Herr, dass wir voll Erwartung sind, voll der Herrlichkeit, voll Erwartung, voll Güte, voll von dir, Herr. Danke, dass wir jetzt einfach empfangen im Namen Jesus. Amen. 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 Halleluja. Fühlen sich alle gut heute Morgen? Gut? Alle gut? Gut? Alle gut. Das ist prima. Ah. Wir wollen die Botschaft hat eigentlich zwei Teile. Der erste Teil geht über persönlichen Glauben, über unseren ganz persönlichen Glauben, und er ist verbunden mit dem zweiten Teil. Ihr werdet es dann sehen. Aber zuerst wollen wir eine Grundlage legen, und zwar ganz genau so, wie es mir der Herr gezeigt hat. Wir gehen zu 2. Petrus 1, Vers 1. Das ist also der liebe Petrus, der diesen Brief schreibt. Peter, der Petrus. Also im Englischen sagt man Peter. Im Deutschen Petrus. Das ist der Stein. Ja. Es heißt hier, 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Erster Satz wollen wir uns konzentrieren. Wir haben den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Das Wort empfangen ist ganz wichtig. Ich habe gesehen, in einer Übersetzung heißt es erlangt. Wir haben Glauben erlangt. Und das tönt dann fast wie nach einem Werk und nach Leistung, dass man etwas erlangt. Aber es ist wirklich, ich habe das ausstudiert, das Wort ist lakano. Und es heißt, zugeteilt durch seine göttliche Gnade wurde uns der Glaube zugeteilt. Also wir können gar nicht sagen, wir haben keinen Glauben. Wir haben Glauben. Sag mal mit mir, ich habe Glauben. Habe Glauben für alles, was Gott gibt. Für jede Segnung. Amen. Halleluja. Wir lassen gar nichts aus. Nur weil wir denken, ja, glaube ich das oder nicht. Wir haben Glauben. Wir haben den gleichen kostbaren Glauben. Ist ja ein Geschenk, ein göttliches Geschenk. Halleluja. Oh, wow, wir brauchen den nämlich. Also, das ist so gut. Also, lakano, zugeteilt durch seine göttliche Gnade. Darum ist es so kostbar. Den gleichen kostbaren Glauben. Und was macht man mit dem Glauben? Glauben? Ja, ich kann glauben mit dem Glauben. Halleluja, glory. Jetzt, nächste Frage, wie kommt dieser Glaube? Wie kommt dieser Glaube? Das ist jetzt natürlich Grundlage. Wir wissen ja, dass alle in der Grace Life Church, bald hätte ich noch den ersten Namen gesagt, den wir hatten. Okay, es heißt, das werden wir nachher dann noch, doch, ihr könnt es jetzt nehmen, weil das ist Römer 10, Vers 17. Ein wichtiger, wichtiger Vers und vor allem in der Elberfelder Bibel am besten übersetzt gemäß Urtext. Und zwar, ich sage es euch gleich, weshalb. Es heißt da, also ist der Glaube aus der Verkündigung, also er kommt von der Predigt, von der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Meistens steht Wort Gottes. Aber eigentlich heißt das Wort des Christus.
Und wieso ist es so wichtig, dass wir diesen Unterschied machen? Weil unser kostbarer Glaube immer mit Jesus zu tun hat, mit seinem vollbrachten Werk. Oder? Wir müssen also nicht irgendetwas glauben. Für uns ist es relevant, dass wir diesen biblischen Glauben, diesen neutestamentlichen Glauben haben. Es kommt durch die Predigt des Wortes des Christus. Das ist so entscheidend. Und wir wollen ja Jesus predigen. Wir wollen, dass wir Jesus sehen. Wir wollen, dass wir sein Werk groß machen, was er getan hat für uns. Nicht, was wir tun für ihn, sondern was er getan hat für uns. Amen. Praise you, Lord Jesus. Das ist dieser Glaube, so kommt er, dass wir eben hören von Jesus, dass wir hören, wie gut er ist, dass wir hören, was er für uns getan hat, dass wir hören, dass wir gerecht gesprochen worden sind, hören, dass uns vergeben worden ist, hören, dass keine Verdammnis mehr ist in uns, keine Anklage, weil er hat das alles für uns getragen. Die Strafe hat er getragen für uns, damit wir Frieden haben. Halleluja, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein so wunderbares Beispiel, wenn es um diese große, wunderbare Gnade geht, ist einfach immer wieder die blutflüssige Frau. Und zu der, das Beispiel wollen wir jetzt anschauen. Wir legen eine Grundlage für unseren kostbaren Glauben. Wir haben gehört, er ist überaus kostbar. Er ist der gleiche Glaube, wie der Petrus hat. Wie Jesus ist sein Glaube, Amen, ist der Glaube. Jesus ist ja der Urheber des Glaubens, der Anfänger und Vollender. Also wir schauen immer zu ihm. Wenn wir zu ihm schauen, haben wir einfach Glauben. Es hat einfach mit ihm zu tun. Jetzt die blutflüssige Frau. Es heißt dort im Markus 5, wir wollen das einmal lesen, Markus 5, 24 und die folgenden Verse. Die ganze Geschichte von dieser blutflüssigen Frau. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Stellt euch das mal vor. Als sie nun von Jesus hörte, jetzt sind wir beim Hören, sieh zu, sie hat von Jesus gehört. Glaube kam zu ihr, weil sie von Jesus hörte. Kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich gesund. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie viel Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet oder gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage geheilt. Also was ist jetzt so wichtig? Sie hörte. Was hörte sie wohl? Dass da ein anderer Pharisäer mit Namens Jesus herumgeht und dass er dann mit wallendem Gewand und sagt, was man alles tun muss vom Gesetz her und so selbstgerecht, hat sie wohl so etwas von Jesus gehört? Nein, sicher eben nicht. Sie hörte von einem Mann, der so voll Erbarmen ist und so voll Liebe ist, der heilt alle. Es gibt wirklich eine Stelle, wo es heißt, alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und darum sagte sie, wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich auch geheilt.
Halleluja! Sie hörte von der Gnade, von der Liebe von jemand ganz anderem. Jemand, der nicht einfach jemand verdammt. Und das muss eine frohe Botschaft gewesen sein, die sie gehört hat. Sonst hätte sie nicht, weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat echt das Gesetz verlassen und Tschüss gesagt in dem Moment. Weil sie war eine Frau unter dem Gesetz, sie war eine Jüdin. Und ihr blühte Steinigung, wenn sie in diesem Zustand vom Blutfluss unter die Menge geht. Das war das jüdische Gesetz. Es war ihr Wurst. Sie ging, sie war fasziniert von dem, was sie hörte. Sie schöpfte Hoffnung und sie ging einfach, sie verließ ihr Haus, sie mischte sich unter die Menge und sie sagte sich ständig, wenn ich ihn berühre, werde ich geheilt. Wenn ich ihn berühre, werde ich geheilt. Du hast auch vorher gesagt, du hast immer gesagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Weißt du, Gott müssen wir nicht überzeugen, wir müssen uns überzeugen. Und darum ist es wichtig, dass wir all die Stimmen ausschalten, all die Zweifel, die kommen, dass wir einfach wie ein Pfeil, ja, genau, auf geradeaus. Ich suche nach einem Namen, habe ich euch jetzt gleich. Einfach wie ein Bulldog uns festhalten an Wort und es bekennen und sagen, ich bin geheilt in den Wunden Jesu. In den Wunden Jesu. Sie hat buchstäblich den Stein weggerollt vom Grab. Der Stein repräsentiert ja wie das Gesetz und Lazarus kommt hervor. Jesus sagt, rollt den Stein weg, rollt das Gesetz weg, weil sonst werdet ihr nicht leben. Lazarus hätte nicht rauskommen können aus dem Grab, wäre der Stein nicht weggerollt. Und sie hat selber diesen Stein, könnte man sagen, der weggerollt. Stein hat nichts mehr zu suchen im Neuen Testament bei uns. Nach dem Kreuz, der Stein auch bei Jesu Grab wurde weggenommen. Amen. Nur ist er war schon auferstanden. Halleluja. Die Engel mussten nicht zuerst den Stein wegnehmen. Der Stein war schon weggerollt. Amen. Irgendwas sehen wir noch. Sie hörte von der Güte. Der Stein war weggerollt. Sie war entschlossen. Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft, die wir übernehmen können. Glaube ist entschlossen. Amen. Glaube ist einfach so entschlossen, dass man einfach sagt, was die Schrift sagt. Und es ist vor allem Glauben an seine Gnade. Amen. Die Frau, die hat sich nie überlegt, ja, habe ich jetzt genug Glauben? Glauben an seine Gnade. Und Jesus sieht das als Glaube. Wenn wir seine Güte sehen, wird Jesus unseren Glauben sehen. Das ist so gewaltig. Er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Sie war sich nie bewusst, dass sie überhaupt geglaubt hat. Sie ging einfach. Aber sie war sich der Gnade und dem Erbarmen bewusst. Das ist entscheidend. Nicht, dass wir unseren Glauben probieren zu bemessen. Ist er groß? Ist er klein? Ist er schwach? Ist er überhaupt nicht da? Halleluja. Wenn wir Jesus sehen in seiner Gnade, sieht er das als Glaube. Und es geschieht. Wisst ihr, die Menschen kamen zu ihm und sie empfingen, ob es jetzt diese Frau war, ob es Jairus war. Der Jairus kam ja nicht in dieser ganzen Geschichte noch gerade vorher. Die Frau mit dem Blutfluss, diese Geschichte ist so wie hineingeschoben, weil nachher geht die Geschichte weiter mit Jairus. Der kam nämlich zu Jesus und sagt, komm in mein Haus, komm, lege meinem Töchterchen die Hände auf. Sie liegt im Sterben.
Und Jesus ging ja, er war auf dem Weg mit Jairus, dem Synagogenvorsteher, nach Hause zu ihm. Und da ist die Geschichte noch gekommen mit der blutflüssigen Frau. Also es sind verschiedene Arten, wie manchmal kommt Jesus nach Hause zu den Leuten oder er trifft sie irgendwo, wie zum Beispiel der Mann in der Synagoge mit der verdorrten Hand und spricht ihn an und sagt, strecke deine Hand aus. Oder der Lahme da am Teich Bethesda, wo Jesus zu ihm ging, zu Einzelnen ging. Aber manchmal waren es wirklich Mengen, die versuchten, ihn alle zu berühren und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Es gab Momente, wo alle gesund wurden, alle geheilt wurden. Das ist so gewaltig. Es ist nicht, dass Jesus da einen Unterschied macht, aber in seiner Vaterstadt, das steht in Markus 6, in seiner Vaterstadt hatte er echt Probleme, weil die Leute so kritisch waren, weil sie, das ist ja nur Josefs Sohn und wir kennen doch die Schwestern. Und Jesus sagt, oder das Wort sagt, wegen ihrem Unglauben konnte Jesus dort keine großen Wunder tun. Also eben, aber wir sehen eben auf der anderen Seite an diese Frau, die so entschlossen war, die hörte von der Güte und einfach ging und einfach sich die Heilung holte. Oder der Hauptmann. Der römische Hauptmann, er war nicht einmal ein Jude. Er kommt zu Jesus aufgrund von seinem Knecht. Sagt, sprich nur ein Wort. Du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Ich weiß, dein Wort hat Autorität. Sprich einfach ein Wort und er wird gesund. Und wo dann einfach Jesus sagt, wow, so einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nirgends gesehen. So gibt es viele, viele Begebenheiten, verschiedene Arten von Heilungen und Begegnungen mit Jesus. Er ist nicht irgendwie nur auf eine beschränkt. Aber wir können immer empfangen, wenn wir wollen. Wir haben sein Wort. Wir haben sein Wort. Und wir hören heute das Wort Christi. Es ist wie, das Wort ist Jesus und Jesus ist das Wort. Okay? Wir können glauben. Glauben, wir haben diesen kostbaren Glauben bekommen. Wir glauben für Gesundheit, für Schutz, Amen, für Wohlergehen, für Befreiung, für Führung, für Weisheit, für alle Segnungen. Und es heißt in 2. Korinther 1, Vers 20, wenn du Notizen machst, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, und es gibt viele, in ihm ist das Ja, Gott sagt Ja. Und in ihm ist auch das Amen. Wir sagen Amen. Die Verheißungen sind gültig für uns. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat allen Segen über uns ausgegossen. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir müssen verstehen, uns wurde alles aufgrund vom Erbe geschenkt, weil wir seine Söhne und Töchter sind. Wenn wir Knechte wären, würden wir arbeiten müssen dafür. Aber wir sind Söhne, die Söhne sind Erben, wir sind Erben. Und Miterben Christi, wir haben alles einfach bekommen, wie in einer Erbschaft, muss man auch nicht zuerst schaffen, um das Erbe des Vaters in Empfang zu nehmen. Halleluja, das bekommt man. Ich habe es bekommen. Wir haben es empfangen, aber die Frage ist, haben wir es empfangen? Glauben heißt eben auch empfangen, es an sich nehmen. Sagen, es gehört mir. Und du weißt, es gibt mehr als eben nur Gesundheit und Wohlergehen und alles, was wir zum Leben brauchen. Das ist wichtig.
Aber weißt du was? Heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Das ist nämlich Grundlage. Amen, dass wir gesund sind, dass wir heil sind. Wenn etwas ist, wissen wir, wie wir beten. Wir wissen, dass es uns gehört. Wir machen etwas, wir nehmen es nicht an, wie das Zeugnis von Regina. Amen. Wir schmeißen es raus. Amen. Wir tun einfach etwas, weil wir wissen, was uns gehört. Wir sind jetzt Söhne im Business des Vaters. Hallo? Wir sind im Business des Vaters. Wir müssen einfach einen Schritt weitergehen. Gott hat so klar mir das aufs Herz gelegt. Einfach was zu tun hat mit anderen Menschen, was zu tun hat mit den Menschen da draußen, für die, die wir beten, für die, die wir glauben, für die, die wir hineinnehmen ins Reich Gottes. Halleluja, wir können nicht nur immer nur für uns in dem eigenen Pool herumschwimmen. Da ist viel mehr. Und weißt du was? Oft ist es so, wir warten und warten und warten und warten, vielleicht ganz lange auf etwas Persönliches, aber sobald dass man das mal hinter einem lässt und nicht mehr sich darauf konzentriert, sich auf die Mitmenschen konzentriert, dann geschieht es automatisch. Auf das, was wir schon lange warten. Warte nicht, bis alles im Kasten ist, wird nie so sein. Aber wir gehen höher mit dem Herrn. Wir gehen höher. Wir haben eine Vision und da draußen ist eine verlorene Welt. Amen. Halleluja. Glory. Wir sind gesund, wir sind bewahrt. Du darfst das einfach für dich in Anspruch nehmen und das über dir sagen und dich selber überzeugen. Und du wirst es werden. Weil der Glaube spricht von dem, was noch nicht ist, als wie wenn es da wäre. Abraham sprach von, ich bin der Vater aller Nationen. Vielen Völkern. Was? Aber er hat das übernommen, was Gott ihm gesagt hat, wer er ist. Und dann von dem Moment ging es nur noch 3 Monate bis zu Sarah. Unfruchtbar und über 90 schwanger wurde. Kannst du dir das so vorstellen? Ganzes Leben lang war sie unfruchtbar und jetzt ist sie uralt. Sie sah zwar sehr jung aus, weil da gab es 2 heidnische Könige, die sie als Frau begehrten. Zweimal in hohem Alter. Es ist unwahrscheinlich. Aber das war keine geistliche Angelegenheit. Das waren heidnische Könige. Die haben einfach 2 Augen zum Schauen. Okay? Die haben halt nur aufs Äußere geschaut. Aber die war so attraktiv und jung, die Frau. Zweimal. Gott sei Dank hat sie Gott bewahrt davor, dann im letzten Moment. Ah, das ist so gut. Das ist so cool. Aber wir haben Verheißung auch für ewige Jugend. Und das haben wir. Jung wie Adler, ja, die erneuern ihre Jugend. Glory. Okay. Also, jetzt werde ich euch ein paar Verse vorlesen für unsere, dass wir unsere Vision festigen, die wir haben für nicht mehr nur für uns persönlich, sondern für andere, für die Welt, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir mit Menschen sind. Seh dich, beginn dich zu sehen, wie du Hände auflegst und Menschen gesund werden. Es ist die Zeit von Wunder und Zeichen. Schieb es nicht länger heraus. Halleluja! Halleluja! Ja, packe es heute im Geist. Glaube kommt durch die Verkündigung. Heute verkündige ich es dir. Glaube kommt durch Verkündigung. Denke, hab keine Ausreden. Ja, das ist für einen Evangelist sowieso oder einem Pastor sowieso oder das ist für jemand wie Reinhard Bonnke oder sein Nachfolger, der dann der Daniel Collea oder wie er heißt. Oder für all die großen Evangelisten und so. Das ist gut. Die haben ihren Auftrag. Aber es gibt so viele Menschen auf dieser Erde. Und wir haben eine Verantwortung. Wir können nicht die ganze Welt im Visier haben und trotzdem, die Welt ist in unserem Herzen. Und dort, wo,
unser Herr hinschickt, dort wo wir sind im Alltag. Es gibt Gelegenheiten. Ich glaube, Gott will einfach heute unsere Herzen öffnen und uns eine neue Dimension zeigen. Amen. Und wir werden nicht locker lassen mit diesem Thema. Ich spüre schon, das ist nur der Anfang, weil Gott will heute etwas in uns hineinlegen. Das ist ein ganz, ganz mächtiger Same, der aufgeht, wenn wir ihn bewässern. Wenn nicht länger im Schneckenhaus zurück uns ziehen und sagen, ja, ich wage es nicht, ich kann das nicht oder ich, die anderen sollen oder so. Nein, Gott will jeden von uns brauchen, jeden. Ah ja, einfach jetzt, Glaube kommt durch das Hören. Ich lese jetzt euch etwas vor, was sie hergesagt haben. Okay, Markus Kapitel 16, Verse 17 bis 18. Kommt aus dem Munde unseres wunderbaren Herrn Jesus. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen. Die Gläubigen, nicht Apostel, alle Gläubigen. Okay? Wir können auch nicht diese Ausrede haben, ja, die Zeit der Apostel ist vorbei oder das war nur in der Apostelgeschichte. Nein, die Apostelgeschichte ist nur ein kleines Muster von dem, was jetzt kommen wird. Weil das, was kommt, ist viel größer als die Apostelgeschichte. Es ist nur ein Muster, ist nur ein Beispiel, ist ein Blueprint. Oh, mei, ich kann fast nicht mehr stehen. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja, entweder glaubst du, dass du die Macht hast und Autorität über finstere Mächte, oder wenn du es nicht hast, dann hast du Angst, dann glaubst du das Wort nicht. Aber du hast Autorität über diese blöden Dämonen, die sind unter unseren Füßen. Die haben kein Anrecht. Wenn du in deinem Leben irgendetwas Finsteres spürst, dann binde es. Ich habe neulich, das ist etwa vor 2 Wochen war das, trete ich in mein Schlafzimmer und hinter mir, gerade als ich so um die Ecke kam, war mir, wie jemand dort steht, im Geist. Ich wusste, es ist eine böse Macht. Das wusste ich. Hatte null Angst. Ich habe auch gesagt, Satan, in Jesu Namen, nicht bei uns. Hau ab in Jesu Namen. Und ich wusste auch, und dann war es fertig, ich habe es nachher Ludwig erzählt, du musst Autorität einnehmen, wenn du etwas spürst. Ich sage dir, das ist kein Märchen, Dämonen, die sind real. Aber wir haben Autorität, das ist null Problem. Aber wenn wir das glauben, was wir glauben, und das tun, was Jesus sagt, wir sollen tun, müssen wir nicht denken, wir werden schön in Ruhe gelassen werden von denen. Da kommen ab und zu solche, no problem. Ich muss einfach Autorität einnehmen. Ich wusste einfach, es ist wie ich etwas gesehen habe und doch war es nicht da, aber ich wusste es. Es war etwas da. Ha. Es ist so, so erhaben mit Jesus über dem. Das ist etwas Dreckiges, Schmutziges, was uns hindern will. Weißt du was? Das ist gar nicht der Rede wert. Einfach das Blut Jesu nehmen und rühmen. Halleluja. Wir haben neulich diese wundervollen Versammlungen, die 4 Stunden gehen zum Teil, angeschaut im Februar von der Eagle Mountain Church. Ich habe euch mal einen Link geschickt, es ist auf Englisch, ja, von diesem Heilungsevangelist Billy Burke. Wisst ihr, also da können wir wirklich, es ist kein irgendwie etwas, was wir nicht kennen. Wir kennen Copelands, wir kennen Pearsons, wir kennen die Gemeinde. Das ist lupenrein, das ist nicht Charlatanerie oder sonst irgendetwas.
Es ist biblisch, es ist fantastisch. Ich habe noch nie so viele Wunder gesehen, wie bei seinen Versammlungen. Noch nie, noch gar nie. Also ganz gewaltig. Und was wollte ich sagen? Genau, an einem Abend lehrt er ständig zwischen den Heilungen. Er involviert die ganze Gemeinde, die Hunderten von Leuten werden erleben, alles natürlich auf Leinwand und einer kommt nach dem anderen und das ist so einfach wunderbar. Aber er hat etwas gesagt, das mir aufgeleuchtet ist. Er sagt, das Blut Jesu, erschreckt sich, wenn ich das sage, ist, also das Blut Jesu, oder nein, ich muss anders sagen, dass ich es nicht falsch versteht, die Tür muss zu sein, die Tür war geschlossen und sie hatten das Blut an der Tür. Also wenn eine Tür offen ist in deinem Leben, kannst du noch so das Blut Jesu nehmen und rühmen. Wenn die Tür offen ist, musst du sie zumachen. Okay? Ist das gut? Ist das eine Offenbarung? Weil es gibt Verse im Epheserbrief, das ist im Neuen Testament, dass wir dem Satan keinen Raum geben sollen. Wir können Satan anscheinend einen Raum geben mit unseren Worten. Okay? Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Wir haben ja gerade neulich eine Botschaft von dem gehört. Und da keine Angst jetzt wegen dem. Der Heilige Geist sagt dir das schon. Aber nur einfach hoch erhaben, das Blut Jesu rühmen ständig und Türen offen haben. Rate mal. Oder? Und ich wusste auch, welche Tür bei uns, ja, ich hatte eine Ahnung. Wir haben einfach dann auch miteinander gesprochen über etwas, Ludwig und ich. Diese Tür zugemacht, im Namen Jesus. Halleluja. Keine Verdammnis. Der Herr zeigt, er spricht, er gibt Weisheit. Aber es ist total real, diese Dinge. Und wir müssen feinfühlig sein für diese Sachen. Feinfühlig im Geist. Es war nämlich, wenn ich das jetzt biblisch ausdrücke, was an dem Abend war, mit diesem, was ich gemerkt habe, gesehen, war das die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist eine der neuen Gaben des Heiligen Geistes, die wirksam wird, um dir zu zeigen, was im Geist ist, wie eine Öffnung im Geist, wo du weißt, was da ist und was es ist und wie es heißt, damit du es binden kannst und wegschicken kannst im Namen Jesus. Sonst hätte ich das nicht gemerkt. Es war wirklich eine, nur für diesen Moment, weil diese Gabe hat man nicht unbeschränkt. Die Gaben des Heiligen Geistes wirken so, wie er will. Aber wir müssen sensibel sein. Für mich war das so ein Lehrbeispiel auch, dass ich hätte das ignorieren können. Weil ich kam so, ging in mein Zimmer. Ich drehte mich um, weil ich war mir sicher, da steht jemand. So real war das. Und dann habe ich gewusst, in the name of Jesus, nicht hier, in Jesus' holy name, geh weg von uns, hau ab. Oder? Ja. Ist real, keine Angst. Keine Angst. Gut, also, wir haben diesen. Da bin ich mittendrin, habe ich mich unterbrochen. Also ich lese den Vers nochmal von Markus 16. Kennen wir alle, wir nennen es auch und den Missionsbefehl von Jesus. Was hat mit Hände auflegen zu tun, mit Dämonen austreiben zu tun? Amen. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Amen. Kranken werden sie die Hände auflegen, die Gläubigen. Markus 16, 17 bis 18. Dann, nächster Vers, Johannes 14, 12. Jesus spricht, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue,
und größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wir sind sein Leib hier auf Erden. Jesus ist im Himmel. Sein Haupt ist im Himmel, er gibt Befehl. Er leitet, er führt und wir sind sein Leib. Wir sind jetzt die Exekutive, natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Oh, es gibt so schöne Lieder. Come Holy Spirit, I need you. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Red mit ihm. Heiliger Geist, komm, hilf mir. Halleluja, das darfst du sagen, weil er ist dein Helfer. Er ist der Manifestor von Wunder und Zeichen. Ich möchte einfach mit dieser Botschaft euch neu anfeuern und euch, dass ihr euren Glauben stretcht, wie ein Gummiband, dass er nicht nur für euch, Jesus sorgt für uns und wir glauben, er sorgt für uns, wir haben, was er sagt, Amen. Aber es geht einfach um die anderen jetzt, dass wir ein Herz bekommen für die anderen. Ein Herz bekommen für Wunder und Zeichen, weil ist das, was unser Wort und Glauben und Gebet begleiten soll. Aber wir müssen es glauben. Glauben an seine Güte, glauben, dass er es auch für uns tut. Halleluja. Lukas 10, 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Alle, glaubt das, nimmt das, bekennt das. Überzeug dich. Es ist so. Nichts kann mir schaden. Nichts kann mir schaden. Das ist jetzt die Zeit, in der wir sind, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes noch einmal ganz fest geschieht. Die Apostelgeschichte nennt man wie den Frühregen. Der Frühregen ist so das Sprinkeln, das, wenn die Saat gerade im Boden ist und der Boden bereitet ist und dann die Saat langsam kommt, das ist keine Flut. Die Flut, der Spätregen kommt wie eine Flut, bevor die Ernte dann hineingenommen wird. Und im Neuen Testament haben wir Stellen, wo das bestätigt auch, dass die Frucht, die kostbare Frucht der Erde, das sind die Menschen. Und sie wartet, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Das heißt, nach dem Spätregen wird geerntet, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, was zuerst passiert ist, das erste Mal, wo der Heilige Geist gekommen ist, dann musste Petrus stand auf und erklärte in einer gewaltigen Botschaft, erklärte, was es ist. Plötzlich war er jetzt der Prediger, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Am Pfingsten, Petrus, der Jesus verraten hat, stellt euch vor, welche Wende durch die Liebe Gottes, weil ihn Jesus trotzdem geliebt hat, weil er trotzdem gesagt hat, du wirst meine Schafe hüten. Die Berufung von Petrus war nicht wegen dem weg, sondern ganz im Gegenteil. Und jetzt sehen wir ihn aufstehen vor der Menge, und predigen und erklären. Da trat Petrus, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht oder betrunken. Weil die haben gesagt, die haben einfach süßen Wein, die so komische Worte sprechen. Die sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde, das ist 9 Uhr morgens, okay? Die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. In den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Auf eure Söhne und eure Töchter
Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist mal so, es gibt viel, viel mehr Stellen als das, aber dass wir etwas haben, das wir packen. Ich lege den Kranken Hände auf und sie werden genesen. Amen. Ich werde. Amen. Und ich werde größere Dinge tun, als je, größere Werke, als Jesus getan hat. Sag das halt einfach, weil Jesus sagt, Jesus hat es gesagt. Amen. Amen. Und der Heilige Geist wird ausgegossen. Wo ich immer bin, kommt der Heilige Geist. Das, unser Glaube kann jetzt glauben für diese Dinge eben auch. Lass es nicht länger ruhen. Und dass du dich nur mit dir befasst und dann selbstgenügend bist, es geht mir ja gut, ich habe alles und so, vergiss dich mal ein bisschen, schadet nichts. Einfach mal ein bisschen wegschauen, okay, ich weiß, ja, das ist nichts, aber es ist ein Schritt, Glory. Wir sehen, wie in der Apostelgeschichte für Wunder und Zeichen geglaubt wurde und gebetet wurde. Und genau das machen wir ja auch regelmäßig am Mittwochabenden, regelmäßig auch persönlich und auch da einmal im Monat für Gebet für alle Menschen beten wir für Wunder und Zeichen. Bete auch du für Wunder und Zeichen in den letzten Tagen. Amen. Untermauere dein Glaube mit diesen Bekenntnissen, weil auch sie haben dafür ganz konkret geglaubt. Nur ein Beispiel in Apostelgeschichte 4, 29 bis 30, sagen sie alle zusammen, die dort versammelt waren, und Herr, jetzt Herr, siehe ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Halleluja! Sie beteten dafür und im nächsten Kapitel erlebten sie es. Also sie glaubten es, sie beteten es und dann erlebten sie es auch. Es kommt nicht einfach so, wenn man nicht will, der Heilige Geist lässt einem in Ruhe. Oh, wehe, 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 wie man in den Himmel kommt und sagt, oh nein, was habe ich verpasst? Ich hätte so einen Dienst gehabt mit Handauflegung, mit Wunder und Zeichen. Und ich muss dann feststellen, ich habe das verpasst. Oh, das will ich nicht. Amen. Der Herr liebt uns trotzdem, okay? Seine Liebe ist nicht abhängig von, was wir tun mit dem Glauben, aber es ist so spannend mit dem Herrn, wenn wir das anwenden, was er uns geschenkt hat. Und er braucht jeden Einzelnen von uns. Im Apostelgeschichte 5 sehen wir das Resultat von diesem Gebet. Hört zu, was da los ist. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Stell dir vor, das wollen wir, dass uns das Volk schätzt. Das ist Vers 12 bis 16 bin ich, Apostelgeschichte 5. Weiter. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Ich bin mir hundertprozentig überzeugt, das ist der biblische Schlüssel, Wunder und Zeichen für Errettungen. Gott wartet nicht zuerst, bis sie gläubig sind, sie werden gläubig. Wenn sie diese Liebe, diese Güte sehen, wenn sie sehen, welche Wunder und Zeichen passieren,
Ich kann dir nur empfehlen, dass du möglichst auch dich anfeuern lässt durch solche wunderbaren Videos. Das stärkt den Glauben dermaßen. Es stärkt und es ist einfach wunderbar. Gott ist so wunderbar. Gott ist so wunderbar. Also, das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Ist Gott nicht wunderbar? Kann das auch bei uns geschehen? Hast du die Erwartung, dass es bei uns geschieht? Halleluja. Wir wollen jetzt aufstehen und ein Bekenntnis machen. Und dieses Bekenntnis, das kommt auch aus dieser Eagle Mountain Church. Wir sind ja auch verbunden mit dieser Gemeinde. Wenn du auf die Webseite gehst von Bruder Copeland und dort unter lokale Gemeinden, sind wir, Schweiz ist auch unsere Gemeinde drauf, als Link. Ja. Wir hatten mal ein Ehepaar aus Amerika. Sie haben uns so gefunden, also sie kamen nur für einen Gottesdienst, weil sie auf Besuch waren. Nein, britisch. Nein, sie waren Amerikaner, aber sie wohnten in England. Ja. Also, wir wollen ein kurzes Bekenntnis machen. Und zwar, und es wird das Bekenntnis immer wieder machen. Und vielleicht ändert es der Herr mit der Zeit ein bisschen ab. Aber ich habe es jetzt mal einfach so übernommen. Gut. Wir verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Wir verkünden die Herrlichkeit des Herrn über diesen Gottesdienst. Die manifestierte Gegenwart Gottes, die manifestierte Kraft Gottes, die manifestierte Güte Gottes. Wir glauben und empfangen Wunder, Zeichen, Demonstrationen, Manifestationen und Heimsuchungen des Heiligen Geistes. Wunder stehen bereit. Wir empfangen sie im Glauben in Jesu Namen. Wir sagen das gerade noch einmal. Und diesmal schrauben wir die Erwartung und die Begeisterung etwas an, okay? Wir verkünden die Herrlichkeit des Herrn über diesen Gottesdienst, über unser Leben, die manifestierte Gegenwart des Herrn, die manifestierte Kraft des Herrn, die manifestierte Güte Gottes. Wir glauben und empfangen Zeichen, Wunder, Demonstrationen, Manifestationen und Heimsuchungen des Heiligen Geistes. Wunder werden geschehen. Wir empfangen sie jetzt in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Das gehört uns, gehört dir. Amen, Glory. Vater, wir danken jetzt hier von ganzem Herzen für den Heiligen Geist, der weiter wirkt in unseren Herzen, der uns hungrig macht, hungrig nach Gott, hungrig nach seiner Gegenwart. Weil wir müssen verstehen, in seiner Gegenwart wird alles heil. In seiner Gegenwart, Herr, wir verlangen nach deiner Gegenwart, nach deiner manifestierten Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass du jeden Einzelnen unserer Gemeinde ganz neu begeisterst mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und dass wir einfach so ein Herz bekommen für andere Menschen, dass wir es einfach frei weitergeben wollen, was wir frei bekommen haben oder gratis, einfach so wollen wir auch
frei weitergeben. In the name of Jesus. Herr, ich danke dir, dass du etwas ganz Neues in unserer Gemeinde tust. Es wird hervorsprossen, es wird wachsen, es wird zunehmen im Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, die Woche durch diesen Samen, der gepflanzt wird, dass er einfach bewässert wird. Durch diese wunderbaren Schriftstellen, die wir gehört haben. Herr, wir danken dir, dass du eine Absicht hast mit uns, damit, weil wir noch auf der Erde sind. Ja, danke, Jesus, dass du so wunderbar für unsere Familien sorgst und auch für uns sorgst. Aber dass wir auch lernen, wegschauen von uns, dass wir wirklich Schritte gehen mit dir jetzt, die ganz, ganz wichtig sind. Im Namen Jesus, wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Und alle, die damit einverstanden sind, sagen Amen. Amen. Kannst du sagen, ja, dass das in dein Herz hineingesprochen hat? Ja, schon? Halleluja. Danke. Du wirst feststellen, wenn du dich damit beginnst zu beschäftigen, die Verse, wirklich es persönlich nimmst, dass du merkst, dass einfach der Glaube gestärkt wird und kommt. Glaube kommt. Wir wollen wirklich mit dabei sein, weil es kommt. Wir sprechen seit Jahren davon. Wir haben noch nichts gesehen, aber es kommt. Es kommt, Glory. Halleluja. Halleluja. Gut, dann beten wir noch das Übergabegebet. Felix hat noch nicht abgestellt, dann machen wir das. Vater, wir danken dir jetzt für die Menschen, die diese Botschaft hören und die sich sagen, so ein Jesus möchte ich auch haben. Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich glaube an dich. Ich danke dir für was du getan hast für mich. Wenn du in dieser Situation bist und Jesus als Herrn annehmen möchtest, dann bete ich dir vor und du betest einfach nach. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir für Jesus Christus, der für mich ans Kreuz ging, der meine Sünden getragen hat, meine Schuld und Strafe auf sich genommen hat und der mich freigemacht hat. Jesus, danke. Danke, dass du mir vergeben hast. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an. Sei du mein Herr. Führe und leite du mich von nun an. Schenke mir ein neues Leben. Im Namen Jesus. Amen.